Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gasthörerinnen und Gasthörer, liebe Studierende, ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute eine Top-Expertin zum Thema Energiepolitik, zu Nahostpolitik, aber auch zur Geschichte, wie auch zur Gegenwart dieser beiden zentralen Themen, die auch die öffentlichen Debatten sehr beherrschen, vorzustellen. Und wir haben jetzt schon ein über zweistündiges, intensives Expertengespräch am Institut für Geschichte hinter uns, das sehr bereichernd war und von dem profitiert es ein bisschen auch meine Einführung. In Krewinkel, Langenhagen bei Hannover zur Schule gegangen. Es gibt einen Bezug zum Nahraum. Frau Karin Kneisel hat auch das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, Sophienschule, gegenüber davon besucht. Wir haben sie gefragt, was waren denn prägende Lehrer während ihrer Schulzeit, und dann wurden die Fächer klar, die klassische Philologie, nicht Philosophie, Tacitus, Sallust, Cicero, Geographie, und dann schloss ich bald mal nach Schule auch ein intensives Studium an in den Jahren 1983 bis 87, wo in Wien natürlich, an der Alma Mater Rudolfina, Rechtswissenschaften, Arabistik, Hebräisch. Dann gab es Hospizarbeit im Hospiz St. Louis in Israel. Wer waren prägende akademische Lehrer und Eindrücke aus dem römischen Recht? Professor Selb, aus der Volkswirtschaftslehre Professor Streisler, gute klassische Wiener Nationalökonomie. Im Jahre 1988 absolviert Karin Kneisel postgraduale Studien an der Hebräischen Universität von Jerusalem, eine schon bewegte Zeit, wenn Sie an die erste Intifada denken, in diesen Jahren. 1989, Sprung über den Teich, Georgetown, Washington Fellow am Center for Contemporary Arab Studies, School of Foreign Service. 91, 92, Sprung zurück zum Good Old Europe Continent, Paris, École Nationale d'Administration, die ENA, eine verwaltungspraktische Schule, die sehr viel Einblick in das Verwaltungssystem, in das politische System Frankreichs geben konnte. Auch wichtig, Reitausbildung an der École Militaire, ich darf das hier erwähnen, ein eigenes Pony. Sie sehen also, die Volksbank sorgt auch für unsere Referenten hier, habe ich gar nicht antizipieren können, aber jetzt habe ich es realisieren können. September 92, Dissertation im Bereich Völkerrecht zum Thema Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten an der Universität Wien. Und hier wird deutlich, Grenzraum ist nicht Grenzlinie. Wir sprechen von Grenzräumlichkeiten aus völkerrechtlicher Perspektive, auch mit Blick auf das Thema von heute französisch-britische Grenzkonvention 1923. Dann folgte der diplomatische Dienst am Ballhausplatz, damals war es noch der Ballhausplatz und nicht der Minoritenplatz, also der Verlust eines europäischen Gedächtnisortes ist Karin Kneisel auch sehr bewusst geworden, möglicherweise hing das dann auch mit ihrem Abgang von dort zusammen. Immerhin, sie war von 1990 bis 1998 dort tätig, am Good Old Ballhausplatz, diplomatischer Dienst für die Republik, für Österreich, in der politischen Sektion, im Völkerrechtsbüro, das hat sie am meisten fasziniert, am meisten bewegt, und dort zu arbeiten, im Kabinett des Bundesministers, das war damals Albert Smog, auf Auslandsposten in Paris 1995, in Madrid in den Jahren 96 bis 98. Wenn man Sie fragt, wie würden Sie sich charakterisieren, war die Antwort, eigentlich ist es eine Mischung. Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft, Völkerrechtslehre, aber vor allen Dingen das rechtswissenschaftliche Handwerk, hat sie uns berichtet, ist das Um und Auf, auch zum Verständnis der Konfliktsituationen in diesen Räumen, auf die Frau Kneisel fokussiert, der Nahe und der Mittlere Osten, aber auch die demografischen und eben energiepolitischen Entwicklungen. Ich darf erwähnen, dass Frau Karin Kneisel eigentlich eine Marke für sich ist und gar nicht mehr weiter näher vorgestellt werden muss. Sie ist sicher eine der besten Nahost-Expertinnen und Energieanalystinnen im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar weit darüber hinaus. Sie hat Werke geschrieben, die ich kurz erwähnen darf. Der Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten, das war die Dissertation. Hisbollah, libanesische Widerstandsbewegung, islamistische Terrorgruppe oder bloß eine politische Partei? 2002. Hier geht es auch um Staatenimplosion, wenn Sie an den Libanon denken. Oder der Energiepoker, wie Erdöl und Erdgas die Weltwirtschaft
beeinflussen, 2006, oder die Gewaltspirale, warum Orient und Okzident nicht miteinander können, 2007. Zuletzt die zersplitterte Welt, was von der Globalisierung übrig bleibt. Hier ist die Globalisierung schon an einem Ende angekommen. Man fragt sich, was ist die Bilanz 2013, oder Testosteron, Macht, Politik 2012, und zuletzt mein Naher Osten, Wien 2014. Aber auch in der Vermittlung ist Frau Kneißl sehr aktiv. Sie ist gerade beim Lesen der Korrekturfahnen eines Lesebuchs für Kinder über Prinz Eugen, der edle Ritter. Sie denken natürlich sofort an das Belvedere, und dort wird dieses Buch auch dann verlegt sein. Ich darf erwähnen, dass Frau Kneißl eine sehr gefragte Kollegin ist, im Rahmen der Diplomatischen Akademie in Wien lehrt, an der European Business School, im Rahmen der Landesakademie für Verteidigung, der LAVAK in Wien, oder auch der Militärakademie in Wiener Neustadt. Genug der Worte, wie gesagt, Karin Kneißl ist für sich eine Marke, und ich freue mich sehr, dass sie in einer bewegten Zeit, wo sie viel gefragt sind, viel unterwegs sind, sei es in Libanon, sei es in Jordanien, sei es in der Ukraine oder in Russland, dass sie zu uns sprechen zum Thema die Krisen und Konflikte im Maghreb und im Nahen Osten, Ergebnisse der Entente-Politik vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Bitte schön. Vielen Dank, Professor Michael Gehler. Ich weiß, dass ich nur Michael Gehler sagen darf. Aber es war wirklich eine sehr, sehr sympathische Einführung. Ich darf mich herzlich bedanken. Vielen Dank auch für all die Gastfreundschaft, die Sie mir heute erwiesen haben. Ich hatte eine großartige Besichtigungsreise durch Ihre wunderbare Stadt. Und wie Michael Gehler schon eingangs erwähnte, ich habe hier in der Mitte der 70er Jahre in Langenhagen eben die Schule ein wenig besucht, dann eben kurz auch in Hannover, bevor es dann wieder über Tirol nach Österreich, nach Wien, nach Hause ging in gewisser Weise. Und freue mich wirklich, heute wieder in Niedersachsen sein zu dürfen. Das ist in gewisser Weise sozusagen eine Rückkehr an Kindheitsstätten. Sie können mich gerne zu jeder Zeit unterbrechen, wenn irgendetwas akustisch unklar sein sollte oder eine Unklarheit in irgendeiner Form herrscht, damit ich Sie nicht verwirre oder eine Unklarheit entstehen könnte. Ansonsten erlaube ich mir, Sie die nächsten 45 Minuten mit ein paar Karten, mit ein paar Erinnerungen rund um die Staatlichkeitswerdung im Nahen Osten zu befassen. Ich freue mich über Ihr Interesse am Thema und habe den Themenvorschlag von Michael Gehler sozusagen noch als These vorangestellt: Der Erste Weltkrieg ist noch nicht zu Ende. Und er ist meines Erachtens eben genau im vorderen Orient aufgrund der Karten, die wir heute haben, aufgrund von Karten und Grenzen, die gegenwärtig ganz brisant in Frage gestellt sind. Sie haben alle die Meldungen rund um den Juni diesen Jahres mitverfolgt. In Mosul Eroberung durch die Kalifatsbewegung Islamischer Staat. Ende Juni dann Erklärung eines Islamischen Staates. Wir haben auch heute kurz in unserem Gespräch darüber debattiert, ist das jetzt ein Staat, ist das keiner, wie ist das völkerrechtlich zu bewerten. Damit will ich Sie jetzt nicht langweilen, aber so viel sei gesagt. Es sind nicht die Grenzen, die mit Sachs-Picot oftmals in Verbindung gebracht werden, nämlich diese Geheimkorrespondenz des Ersten Weltkrieges wird oftmals gern herangezogen, wenn man eben von Karten des Nahen Ostens spricht. Sondern ich möchte eben eher auf die Rohstoffinteressen, auf die energiepolitische Dimension, die den Nahen Osten seit seinen Anfängen des 20. Jahrhunderts begleitet, eingehen. Es waren vor 100 Jahren welche europäischen Interessen, die die Orientfrage damals bewegten. Also wenn Sie in ein Außenministerium um 1900 gingen, dann gab es dort nicht einen Middle East Desk, einen Ost Desk, wie das eben heute ist, sondern es gab die Damen und Herren, die mit der Orientfrage beschäftigt waren. Und diese Orientfrage zog sich vom Balkan bis nach Nordafrika. Großbritannien hatte eigentlich kein besonderes Interesse an der Region. Aus einer britischen Perspektive gesprochen, und das gilt heute für die USA noch viel stärker, ist es der Middle East und nicht der Nahe Osten. In fast allen kontinentaleuropäischen Sprachen ist es der Proxy-Orient, der Proche-Orient. Und ich sage auch immer in der heutigen Zeit, er ist uns einfach verdammt nahe. Also Europa, habe ich den Eindruck, bleibt auf der Konkursmasse all der Kriege, die der Westen auch in den Nahen Osten hineingetragen hat in den letzten 15 Jahren, sitzen, ein einziger Scherbenhaufen. Großbritannien war zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wenn wir eine kurze Rückblende machen, wie waren die Haltungen, die Interessenslagen der europäischen Großmächte,
dann zählte für London eigentlich vor allem Free Passage Through Suez to India. Also der Nahe Osten war wirklich nur so diese Durchgangspassage durch den Suezkanal in Richtung Indien. Später, das war dann relativ rasch, das war eigentlich ab 1915 der Fall, hat Großbritannien sehr aktiv die arabischen Nationalisten, ob royalistisch oder republikanisch, gegen die Osmanen unterstützt. Wer von Ihnen vielleicht einmal diesen wunderbaren Hollywood-Schinken Lawrence of Arabia gesehen hat, ich empfehle ihn immer wieder als Film, er ist als äußerst informativ und er ist ein schön gemachter Film. Wer kann sich sozusagen an diese Epoche der britischen Außenpolitik auch gut erinnern? Frankreich hatte einen ganz anderen Zugang. Paris hatte seit dem Spätmittelalter eigentlich immer wieder nahe Beziehungen in die Region gefasst, vor allem auch als Schutzmacht für diverse christliche Minderheiten. Und das hat sich dann im 19. Jahrhundert immer stärker konkretisiert, vor allem über die beiden sogenannten humanitären Interventionen. Also der Begriff der humanitären Intervention, der heute sehr rasch bei der Hand ist, stammt aus einer Senatsdebatte im Frühjahr 1830, wo man zum ersten Mal von einer Ingérence humanitaire sprach, um einem christlich-drusischen Massaker einzuschreiten. Und Frankreich hatte sozusagen die Vorstellung einer Asie française. Ich habe da leider keine CD auf meinem Computer mehr gehabt, also das ist ein kleiner Druckfehler. Aber die Idee war, wenn alle Menschen in dieser Region Französisch sprechen, wenn sozusagen die Frankophonie Einzug hält, dann wird es zu einer zivilisierten Vorhut Europas. Und Frankreich war massiv präsent über Konsulate, über Gerichte, vor allem also was auch die Konsulargerichtsbarkeit für Minderheiten anbelangte, was eigentlich eine massive Einmischung eben in das Osmanische Reich war. Und Frankreich war auch ganz stark präsent über Schulen und Universitäten. Ich unterrichte unregelmäßig an der Université Saint-Joseph, eine Jesuiten-Universität in Beirut, ist eine Gründung jener Epoche und hat eben auch Generationen von, ich mag jetzt das Wort Intellektuelle in dem Zusammenhang nicht, aber hat einfach Generationen von Menschen nicht nur im Libanon, sondern weit darüber hinaus mitgeprägt als Universität. Das Deutsche Kaiserreich hatte da eine andere Politiklinie, kam als Spätling sozusagen, als Großmacht hier mitmischend, als Kolonialmacht, mit vereinzelten Minikolonien sozusagen auf dem afrikanischen Kontinent, hatte keine koloniale Tradition im Mittelmeerraum und stand natürlich auch als Verbündeter des Osmanischen Reiches in einer ganz anderen Situation um 1900, als es für Frankreich und Großbritannien war, die mit dem Osmanischen Reich eher auf Konfrontationskurs waren. Deutsche Ingenieure bauten die Berlin-Bagdad-Bahn, es fehlten nur 70 Kilometer durch das Taurusgebirge und eine unglaubliche Bahnverbindung wäre möglich gewesen. Deutschland baute die Hedjaz-Bahn, die sozusagen zu den Pilgerstätten auf der arabischen Halbinsel führte. Und ich erwähne immer, man sieht das sehr gerne, die Berlin-Bagdad-Bahn als ein Beispiel von unglaublicher Globalisierung rund um 1900. Also wir glauben immer, wir hätten heute eine global zusammengewachsene Welt, aber ich erwähne das in meinem Buch, die zersplitterte Welt, die weißen Flecken auf unserem Globus, die britische Kartografen dort einzeichneten, wo sie nicht genau wussten, was wirklich los war. Diese weißen Flecken sind heute aus politischen, aus sozialen Gründen auf der Karte wieder mehr geworden. Und es gibt eben eine ganze Reihe von sogenannten No-Go-Areas, wo man besser nicht hinreisen sollte. In meiner kleinen Lebensspanne habe ich auch mittlerweile schon viele solcher No-Go-Areas für mich als Reiseziel jedenfalls abgeschrieben. Wir hatten britisch-französische Grenzziehungen während des Ersten Weltkriegs. Ich komme dann kurz noch auf Sykes-Picot zu sprechen, aber vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, die ich dann erläutern möchte, eben zur Gründung dieser Nationalstaaten. Und wir hatten zu alledem eine Reihe von britischen Versprechungen an die arabische Seite, die Unterstützung eines Vereinigten Arabischen Königreiches mit Hauptstadt Damaskus, hier Lawrence of Arabia. Zeitgleich gab es aber natürlich auch über Lord Balfour die Erklärung, dass man eben eine jüdische Heimstätte unterstützen würde. Wie sah diese Region also vor 100 Jahren aus? Das Osmanische Reich beherrschte noch in weiten Teilen vor allem die Levante. Auf der arabischen Halbinsel, den Hedjaz, war bereits eine wahhabitisch-saudische Stammes- und Chaosgemeinschaft unterwegs.
Aber was man natürlich nicht vergessen darf, Mekka und Medina, die beiden wichtigsten Heiligtümer, Pilgerstätten der islamischen Welt, waren unter den Scherifen Hussein aus der Familie der Haschimiten kontrolliert. Und die Haschimiten wurden von den Sauds mit Unterstützung der Briten und später dann auch der USA vertrieben. Und ich sage immer, wären die Haschimiten nicht durch die Sauds ersetzt worden, dann hätten wir vielleicht auch nicht das Problem des Dschihadismus, wie es sich heute stellt. Weil das hat sich nun einmal durch die massive saudische Beförderung wahhabitischer Wohlfahrts- und sonstiger Einrichtungen weltweit ergeben. Und dieses Problem beschäftigt uns in Gestalt von Boko Haram in Nigeria bis nach Bosnien und eben vor allem jetzt auch mit der Situation in Syrien und im Irak. Die Haschimiten sind die älteste arabische Beduinenfamilie, bekamen dann das Trostpflaster, weil das Vereinigte Arabische Königreich nicht funktionierte, Transjordanien sozusagen als Wüstenei. Und ein Teil der Familie kam dann kurz an die Macht als Könige von Irak, wurde aber dann ziemlich blutig und brutal in den 50er Jahren gestürzt. Nationalstaaten wurden eben nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen und ich möchte auf diese Nationalstaaten dann kurz eingehen, aber darauf hinweisen, Nordwestafrika, also der Maghreb, das heißt Maghreb auf Arabisch, nichts anderes als dort, wo die Sonne untergeht, also Rab ist der Westen, Maghreb ist der Ort, wo die Sonne sich niedersenkt, Maschrek ist dort, wo die Sonne aufgeht, und wir haben dafür das wunderbare italienische Wort Levante. Und oder Orient und Okzident, also es geht immer um Aufgang und Untergang. Also der Maghreb, dazu gehören von Marokko, Mauretanien, eigentlich Libyen. Libyen zählt auch noch zum Maghreb, Ägypten nicht. Ägypten gibt man gerne sozusagen in den Nahen Osten, schon in den Levante hinein. Und ägyptische Küstenstädte wie Alexandria und Ismailia waren auch um 1900 noch so typisch levantinische Städte mit einem armenisch, jüdisch, griechisch, italienisch geprägten Kaufmannsbürgertum, das also sehr, sehr bunt kosmopolitisch war und mehrsprachig. Maghreb im Sinne von Marokko, Algerien, Tunesien waren bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts auf Expansionskurs sind. Die USA unterhalten in Bagdad, die größte Botschaft, die sie haben, 8000 Diplomaten, insgesamt 16.000 Mitarbeiter, wenn sie die Sicherheit und das Putzpersonal dazu nehmen. Riesiges Generalkonsulat in Mosul, Erbil, Basra, wussten alle nicht Bescheid, beziehungsweise natürlich mit der Eroberung von Mosul hinterließen die USA Helikopter, Munition, frisch gedruckte Dollarnoten in großem Umfang und das alles hat natürlich Daesh auch weitergeholfen. Wir haben also jetzt dieses, wie gesagt, große Gebiet, das einige 1000 Quadratkilometer ist, also nordöstliches Syrien, nordwestlicher Irak und eben diese Grenzüberschreitung, wo jetzt eben viele darauf zu sprechen kommen, zerfällt die gesamte Region, zerfällt die territoriale Ordnung, von der ich eingangs gesprochen habe, die 1920 geschaffen wurde. Und ich komme hier wieder aufs Erdöl zu sprechen. Also Daesh hat in erster Linie gewisse Erdölfelder, gewisse Erdölterminals auch für sich erobert. Also sie wissen schon, wo das Geld ist. Und wie gesagt, sie haben dort nicht ihre eigenen Ingenieure, sondern es geht hier vor allem um Schutzgeld. Über all das lagert sich etwas, was auch im Ersten Weltkrieg auf der Agenda stand und dann nicht gelöst wurde, nämlich die kurdische Frage. Die Kurden, 40, 50, 60 Millionen, es gibt keinen klaren Zensus, wie viele sie sind, aber sie sind zweifellos das größte Volk ohne Staat. Und 1920 wurde ihnen im Vertrag von Sèvres, einem der Pariser Vorortverträge, noch ein Staat zuerkannt. Dann trat Kemal Atatürk auf den Plan, ordnete, regruppierte die Türkei. Und es wurde die Türkei-Frage 1923 in Lausanne in der Schweiz neu geregelt, völkerrechtlich, und dann gab es auf der Karte keinen kurdischen Staat mehr. Die kurdischen Siedlungsgebiete haben ihr Zentrum in der Osttürkei. Die geheime Hauptstadt, wenn man so will, sozusagen der Kurden in der Türkei, ist Diyarbakir, wo es auch jetzt wieder zu großen Ausschreitungen aufgrund des Verhaltens der türkischen Regierung und Behörden im Falle von Kobane, einer Arab an der Grenze, kam. Aber wir haben kurdische Siedlungsgebiete in Syrien,
im Irak, im Iran und im Irak bestand schon unter Saddam Hussein eine gewisse Autonomie, aber die hat dann eine ganz besondere Tiefe erlangt und vor allem eine wirtschaftliche Schlagkraft mit der Flugverbotszone, von der ich vorhin sprach, wo man sozusagen den Kurden in der Region die Möglichkeit gab, eigenständig zu wirtschaften, Erdölschmuggel bzw. auch Erdölverkauf. Ich bin immer wieder im Iran und im Iran hat man den Eindruck, dass die Kurden des Irans, die oft genug instrumentalisiert wurden seitens des Irak gegen den Iran, sie ließen sich auch immer wieder instrumentalisieren. Und dabei ist nicht vergessen, wir haben feudale Strukturen, die die Talabani und Barzanis pflegen, Peschmerga-Milizen entstammen diesen Feudalstrukturen, die ganz anders ideologisch ticken als die PKK, marxistisch-leninistischen Gruppierungen, die in Kobane kämpfen. Aber wir haben auch sehr, sehr unterschiedliche Zugänge zu dem, was bin ich zuerst? Bin ich Syrer oder Kurde? Bin ich Iraner oder Kurde? Bin ich Türke oder Kurde? Bin ich Iraker oder Kurde? Das ist sozusagen sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und mein Eindruck ist, aber ich mag mich daran täuschen, dass die Kurden des Irans eigentlich die höchste staatsbürgerliche Loyalität gegenüber ihrem Staatsbürgerschaftsstaat haben, als das vielleicht für den Irak zutrifft. Und in Syrien ändert sich eben im Moment auch allerhand. Und ich darf hier noch einmal auf Erdöl, Pipelines, Erdgas zu sprechen kommen. Die Türkei, der Kaukasus, das Kaspische Meer und eben in den Iran hineingehen. Was immer sich hier abspielt, muss man schon auch immer wieder mit der Brille Ölmarkt, Energieverbindungen, Erdgastransit und so weiter ziehen. Also ich versuche immer wieder zu erklären, man kann den Nahen Osten nicht denken, ohne diese Energiedimension mitzuziehen. Das ist einfach etwas ganz Entscheidendes, das hat nichts Verschwörerisches an sich oder sonst etwas, sondern das ist ein Element, das immer wieder hineinspielt. Und wir haben heute in unserem Gespräch am Nachmittag auch kurz darüber gesprochen, die mit dem allmählichen Zurückziehen des Westens und vor allem der USA aus der Region, wir können gerne in einer Debatte noch darüber sprechen, militärische Schläge hin oder her, jetzt über die Luftwaffe, aber die USA haben an sich für sich beschlossen, sich aus der Region zurückzuziehen. Sondern die don't like us, we don't need them, weil wir haben unser Shale Gas, also Fracking. Aber es werden andere Akteure einrücken. Und ich habe das schon vor Jahren gesagt, in dem Moment, in dem die Volksrepublik China ihren ersten großen Flugzeugträger hat, der funktioniert, wird er ins in Persischen Golf geschickt. Und das ist auch vor zwei Wochen so passiert. Man wird also nicht einfach nur zusehen, wie die rohstoffreichen Gegenden dieser Erde zerplatzen. Ich habe jetzt lange mich im Maschrek aufgehalten, weil der einfach auf unserem Radar am stärksten vorhanden ist, weil einfach der Nahostkonflikt Europa heute erschüttert. Das gilt für Celle gleichermaßen wie für Köln oder Paris. Er ist einfach mitten in Europa angekommen, der Nahostkonflikt. Und ich möchte jetzt einen kurzen Blick in den Maghreb werfen, nachdem ja auch das mir vorgegebene Thema war, die Entente Cordiale, also vom Maghreb in den Maschrek. 1904 regelten Großbritannien und Frankreich, ähnlich wie sie es in der Faschoda-Krise schon also für den afrikanischen Kontinent gemacht haben, ihre Einflusszonen auch hier in Nordafrika und im Nahen Osten. Das heißt, wer würde was übernehmen? Und die Entente Cordiale hat also Frankreich, Marokko und Tunesien und Ägypten wurde also den Briten zugeschrieben. Wie ich schon eingangs gesagt habe, sie hatten sehr, sehr unterschiedliche Zugänge, sehr, sehr unterschiedliche Interessen. Also die Franzosen waren in der gesamten Region massiver vertreten, viel massiver vertreten, als das für die Briten egal. Die Briten haben das eher so kaufmännisch, pragmatisch gesehen, was brauchen wir nicht, wo wollen wir Stopp machen für Wassereinfuhr und so weiter. Deutschland hat damals versucht, ein neutrales Marokko zu erreichen. Deutschland wollte sozusagen auch hier mitspielen, auch präsent sein. Sie erinnern sich an die Krise von Tanger. Also Kanonenbootdiplomatie seitens des aufstrebenden Deutschlands, ein absolutes Abblocken durch die wohl etablierte Kolonialmacht Frankreich. Vor dem Ersten Weltkrieg hatten wir eben auch einen nordafrikanischen und auch einen nahöstlichen Schauplatz, der oftmals unterbeleuchtet wurde, dem sich aber Diplomaten, Experten im Ersten Weltkrieg massiv widmeten. Und es wurde viel versprochen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, zu McMahon-Korrespondenz und Balfour und die Franzosen, die aktiv waren. Als der Erste Weltkrieg vorüber war, wurden oftmals die
Senioren, die Senioritäten unter jenen, die also verschiedenste Zusagen, Korrespondenzen übernommen hatten, abgezogen, um die Rheinfrage zu lösen und andere große europapolitische Probleme zu lösen, während die Juniors wurde sozusagen an diese Probleme herangelassen, sprich also Neuordnung der Konkursmasse des Osmanischen Reiches in Nordwestafrika, änderte sich wenig nach dem Ersten Weltkrieg. Hier blieben die Franzosen bis in die 60er Jahre hinein wesentlich Kolonialmacht, vor allem eben in Algerien. Die Aufteilung dieser Einflusszonen sah wie folgt aus: also das Blaue französisch, das Rote britisch. Und das offizielle Ende dieser Aufteilung und dieser, vor allem würde ich sagen, auch politischen Leitlinie war zweifellos der Suezkrieg von 1956, als Großbritannien und Frankreich sozusagen in alter Tradition der Kommunenbootdiplomatie ihre Flotten abkommandierten nach Richtung Port Said, wo Nasser den Suezkanal, die Aktien der Briten und Franzosen verstaatlicht hatte und gesagt hat, das ist ägyptisches Eigentum, hiervon soll das ägyptische Volk über Transitgebühren und so weiter profitieren und nicht nur die Kolonialmächte. Die USA haben damals also ihren Freunden in Paris und London bemerken lassen, seid ihr völlig verrückt, so das regelt man vor dem UN-Sicherheitsrat, das macht man nicht so, wie ihr das macht. Es war das offizielle Ende des europäischen Kolonialismus in dieser Region, wenn nicht überhaupt, weil vorher war natürlich auch schon hatte Großbritannien Indien verloren, das war zweifellos der Bruch schlechthin, Frankreich hatte Indochina verloren. Und mit der fortschreitenden Entkolonialisierung auf dem afrikanischen Kontinent, ausgehend von Ghana 1952, veränderte sich allmählich die Welt. Ein Land wie Kuwait wurde übrigens erst 1971 vollständig souverän. Ja. Die OPEC heißt unter anderem Organization of the Petroleum Exporting Countries, weil Kuwait, und nicht States, weil Kuwait war ein Gründungsmitglied, aber war damals noch Kolonie. Also war noch nicht selbstständig, war noch kein State. Sonst würde es OPEC heißen. Was ich zur Suezkrise noch sagen wollte, was vielleicht wieder einen europapolitischen Konnex hat, Paris zog damals daraus den Schluss, nie mehr wieder gehen wir gemeinsam mit den Franzosen in eine Schlacht. Wir widmen uns jetzt den Deutschen. Also es war die De Gaulle-Adenauer-Öffnung, die meines Erachtens nahtlos der Suezkrise in gewisser Weise folgte. Und Großbritannien sagte sich damals, nie mehr wieder ziehen wir mit den Galliern in die Schlacht, ab nun machen wir nur mehr gemeinsame Sachen mit den USA. Und es war also der Startpunkt auch für diese ganz, ganz enge transatlantische Allianz Großbritanniens und der USA. Algerien ist meines Erachtens verdient die wesentliche Aufmerksamkeit, wenn man sich mit dieser Region auseinandersetzen will, des Maghrebs. Algerien befindet sich meines Erachtens in einem permanenten Kriegszustand seit dem frühen 19. Jahrhundert. Was hier an Verbrechen an der Bevölkerung begangen wurde, an Erniedrigungen, also es hat etwas anekdotenhaft mit dieser sogenannten Fliegenklappenaffäre angefangen, als eben der französische Konsul mit einer Fliegenklappe gedemütigt sein soll. Wahrscheinlich war das sozusagen nur ein Scheingrund, um dann die französische Flotte ausrücken zu lassen und um dann auch offiziell einzumarschieren und offiziell die Machtübernahme. Ab 1814 hatte Algerien als militärische Kolonie bereits eine sehr, sehr perfide Politik gemacht, indem es also wie alle großen Okkupanten, das können wir bei Caesar nachlesen, und seither, also divided impera, man hat gewisse Stammesführer als Steuereintreiber eingespannt und sie übernahmen dann den lokalen Sicherheitsdienst. Man hat gegenüber den Berbern eine ganz eigene politische Linie verfolgt, die eben unter anderem auch diesen bis heute ganz, ganz stark schwelenden Konflikt Kabylei versus Rest Algerien mitbewegt. Die Verarmung in Algerien nahm also ganz, ganz starken Stieg an. Es war ein regelrechter französischer Rassismus, der damals also ähnlich wie im südafrikanischen Apartheid-System Schulen, Krankenhäuser, viel Infrastruktur eigentlich nur den Siedlern, den Colons zur Verfügung stellte. Camus hat ja darüber auch entsprechend in seinen Novellen entsprechend geschrieben.
drei Viertel der einheimischen Bauern waren eigentlich um 1900 ohne Arbeit, waren zur Abwanderung, Landflucht in die Städte. Und also es ist, wie gesagt, auch die Algerien-Problematik, der Algerienkrieg ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ergibt sich aus einer Chronologie, die um 1800 anfängt, die sich dann also durch die Algerienkriege des 19. Jahrhunderts zieht, ganz besonders brutal, also dann der Krieg von 54 bis 61, 62 und dann nochmal der Krieg der 90er Jahre, der 99 durch einen Waffenstillstand unter Bouteflika ein offizielles Ende mal gefunden hat. Es sterben aber in Algerien im Schnitt pro Jahr immer noch um die 800 Menschen an Terroranschlägen. Also meines Erachtens ist der Algerienkrieg noch nicht so ganz zu Ende. Ich darf schließen mit einem nochmaligen Blick auf dieses Wortspiel Nahe Osten und nicht Middle East, was ich eingangs schon erwähnte. Gäbe es nicht die Straße von Gibraltar, dann wäre das Mittelmeer ein Teich, um das die griechischen Siedler herumsaßen und wie die Frösche quakten, wie das Aristoteles schrieb. Und dieses Mare Nostrum der Römer, dieser Zivilisationsraum, in dem man eben miteinander Handel trieb, von dem man so viel erfuhr, also die orientalische Befruchtung des Okzidents, ob es jetzt der Ackerbau war, die Philosophien, die Religionen, mit Verspätung erreichte uns auch die Seife. Es war also immer wieder sozusagen eine Wechselwirkung zwischen Orient und Okzident, unterbrochen durch Epochen wie die Kreuzzüge, dann wieder ein Aufblühen sozusagen der Neugier, des Aufeinanderzugehens. Ich durfte noch eine Generation von Menschen kennenlernen, die in Heidelberg studierten, an der Sorbonne in Cambridge und für die ihre Patrie spirituell, also in Heidelberg lag oder wo auch immer in Europa, wo sie studierten. Ein algerischer Kollege, der hat mir mal 1990 gesagt, das ist schon eine ganze Weile her, 95 war das, hat gesagt, ich konnte für meine Dissertation noch in Marseille und Montpellier unterwegs sein, bin dann wieder zurückgegangen, um Literatur in Algerien zu unterrichten. 95% meiner Studenten waren noch nie aus Algerien heraus. Und das ist natürlich auch von wegen, wenn wir heute darüber gesprochen haben, über Europa und die EU, welche Möglichkeiten hat sie. Europa hat eine äußerst, äußerst unglaubwürdige Wahrnehmung in dieser Region. Also Europa ist sicher nicht der Hort des konstitutionellen, aufklärerischen Denkens, wie es für eine gewisse Generation der 50er, 60er Jahre noch galt, seitdem die Folterflüge 2004 durch die sehr mutigen Aufdeckungen unter Dick Marty bekannt wurden, war es klar für viele Menschen im Nahen Osten, dass auch europäische Regierungen foltern lassen, in dem Fall in Usbekistan oder auf irgendwelchen Militärbasen, im Beisein medizinischen Personals. Aber dass sozusagen das Folterverbot, ein wesentliches Erbe der Aufklärung oder Errungenschaft der Aufklärung, in Europa sicherlich nicht eingehalten wird. Und das war nur ein Element von vielen, das sozusagen auch die Wahrnehmung Europas, und dazu kommen noch viele andere Aspekte, in den letzten Jahrzehnten heftig in eine andere Richtung geprägt hat. Man hat versucht, weil man weiß ja um die Nähe und man weiß um die Probleme, Anfang der 90er Jahre, also über den Barcelona-Prozess, der 1995 klar begann, damals vor allem Sorge vor dem maghrebinischen Exodus, vor dem Hintergrund des Algerienkriegs, der von 1990 bis 1999 wütete. Man wollte sozusagen hier einen Ausgleich finden. Es gab diese EU-Assoziationsabkommen, von denen man vor allem jedes mit Tunesien gerne über den grünen Klee lobte und sagte, ach, das ist also so, das ist der Modellfall schlechthin. Als dann 2011 die Revolten losgingen, bot ja Frankreich, französische Außenministerin Michèle Alliot-Marie, damals noch einen Tag vor dem Sturz von Ben Ali, Sondertruppen der französischen Antiterroreinheiten an, um den Aufstand niederzuschlagen. Das hat sozusagen auch noch ein Tröpfchen zum Überlaufen gebracht. Aber jedenfalls hat man dann im Nachhinein, gab es allgemein, ich habe es immer wieder beobachtet, also gerade auch mit Diplomaten der Europäischen Kommission, die gerne Tunesien über den grünen Klee lobten. Und dann musste man irgendwie dann doch zugeben, dass viele dieser Auftragsvergaben, dieser Abkommen, die man geschlossen hatten, sie gingen letztendlich in die Taschen der Frau von Ben Ali und ihrer Familie und nicht eben in die, es war nicht ein Abkommen mit Tunesien, es war ein Abkommen mit der Frau und der Familie von Ben Ali. Es gab dann 2008 einen zweiten Anlauf, ein ziemlicher Alleingang von Nicolas Sarkozy,
eine EU-Mittelmeerunion zu gründen, nachdem er gesagt hat, die Partnerschaft hat, also Barcelona-Prozess, das war eins, das schleppte sich so hin, war aber jedenfalls keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Die EMU überraschte viele andere europäische Partner, das war wirklich ein Alleingang der Franzosen, ist dann im Januar 2011 gescheitert. Der damalige Generalsekretär trat zurück und hat gesagt, also ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich nehme ganz gerne die Karten, das ist Monddiplomatik, Philipp Rekakiewicz, ein begnadeter Kartograf, und er hat in den letzten Jahren dazu tendiert, so eine Art Kinderzeichnungen zu machen für seine Karten, die sehr, sehr aussagekräftig sind. Also die Highway of Rebellion, es gibt verschiedenste Brandherde in dieser Region, die sich wechselseitig befeuern, und da sind wir und sie sind uns verdammt nahe, weil eben der Nahe Osten auch, es trennt uns ein bisschen ein Gewässer. Und es gibt vor allem heute auch die westlichen Entscheidungsträger, wer immer diese sind, einfach über ihren Schatten springen und von diesem Paradigma Abstand nehmen, zu sagen, Assad muss gehen. Ja. Das ist einfach, ich hab selbst nur 10 Jahre in der Diplomatie gedient, aber ich sage, ich habe eine einzige Sache dort gelernt, und das ist immer höflich, immer korrekt bleiben. Never burn bridges. Und als Hillary Clinton noch Außenministerin der USA war, im Frühjahr 2011, herrschte sie vor laufender Kammer Lavrov an mit dem Aussage, we drop Mubarak, you have to drop Assad. Und Lavrov hat ziemlich kühl reagiert und gesagt, das ist nicht russische Diplomatie. Das heißt, dieses Quid pro Quo und dieses wir lassen jetzt jemanden fallen, der uns nicht mehr ins Konzept passt, das ist etwas, was der Westen viel rascher macht als der Osten. Und ich habe, als ich in den USA studierte vor langer Zeit, es war lange von dem Internet, ich habe viel mit Mikrofisch gearbeitet, habe damals einen Professor an der Brookings Institution, der Sicherheitsberater von Präsident Nixon gewesen war, ich habe gefragt, excuse me, Sir, im September 75 machen Sie das, im November was anderes, im März wieder ganz was anderes, wo ist die Logik? Und er hat mir damals gesagt, you know, my friend, we in the States, we don't play chess, we play baseball, hit and run. Und Schachspieler sind sie keine. Und sie wissen eben auch nicht, dass man sozusagen vor einem gewissen Zug des Gegners einen Zug sozusagen zu bedenken hat. Und das sieht man heute eben in diesem Umgang, sowohl in der Ukraine mit Russland, als auch eben im Umgang mit dem Schlachtfeld Nahost, dass hier äußerst kurzfristig, äußerst baseballhaft zugeschlagen wird und dann rennt man weiter. Man weiß nicht, wo der Ball genau hinfällt. Und das erachte ich als die größte Gefahr, die sich gegenwärtig abspielt. Es mag schon den einen oder anderen umtriebigen, gut informierten diplomatischen Apparat geben, aber wir haben gegenwärtig ein absolute Chaos-Situation in der europäischen Außenpolitik gegeben, Interessen, die sich spießen. Ich selbst muss ehrlich sagen, ich habe nie so etwas erkannt wie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Ich kann Ihnen keinen einzigen Fall nennen, wo ich sagen würde, sie findet statt, dass sie sozusagen diesen Namen der Politik verdient. Sicherlich nicht im Nahen Osten, wo es immer sehr, sehr unterschiedliche Ansätze gab. Und es ist ganz interessant, also ich habe da in den letzten Tagen ein bisschen was dazu gelesen, wir schauen, in welche Richtung es geht, aber es kommt gegenwärtig zu einer unglaublich intensiven Annäherung zwischen Russland und Israel. Weil natürlich auch neben dem, sozusagen, die USA sind jetzt völlig überfordert, ich habe vorhin schon gesagt, die USA verabschieden sich aus der Region, Luftschläge hin oder her, und dieses, wir haben die Schnauze voll vom Nahen Osten, betrifft ja nicht nur das Chaos, das sie angerichtet haben im Irak und in anderen Regionen, sondern es ist auch zu einer massiven Entfremdung zwischen Israel und den USA gekommen. Also die war schon lange im Gange und die kann sich jetzt noch zuspitzen, eben auch zu Saudi-Arabien. Und gegenwärtig ist eine ganz interessante Annäherung zwischen Moskau und Jerusalem im Gange. Und wir werden sehen, in welche Richtung sich da das Rädchen noch dreht, ob das sozusagen nur eine kurze Wolte ist oder ob sich da wieder etwas anderes entwickelt. Aber die USA tun sich mit dem ganzen Scherbenhaufen unter Anführungszeichen in gewisser Hinsicht leichter, weil sie haben nicht diese Diasporas und sie sind nicht geografisch so nah dran. Und wie es der gute alte Bismarck mal formulierte, Geografie ist die Konstante der Geschichte.
Und gerade bei der Russland-Ukraine-Frage sage ich halt immer, man muss ja nur auf die Landkarte schauen. Ja. Ich schaue nicht auf die Landkarte, ich schaue nochmal ins Publikum, Frau Mann, aber bitte. Und zwar, Sie haben gesagt, Israel jetzt hat Annäherung zu Russland. Das hat ökonomischen Charakter. Nach den Sanktionen gegen Russland. Ja, verkaufen Sie Obst. Ja, richtig. Ja, ja. Die Israelis sind sehr praktisch. Ja, ja, dann sind das ist nicht nur Obst, es, ist, ja, es gibt vieles, aber es ist Obst verkaufen im Moment unheimlich viele an Russland. Ja. Und da, uns kostet das Kilo Äpfel jetzt so 5 Kilo Äpfel um 1 Euro. Ich möchte nochmal auf die geostrategisch-geopolitische Konstellation zurückkommen. Ich möchte aber zuerst nochmal den Studierenden das Wort geben, Herr Schiffmann, bitte. Ja, ich wollte auch mal nachfragen. Sie haben das eben schon ganz schön erwähnt mit dem Baseball, mit dem Hit and Run. Die IS, im Prinzip basiert ja jeder Konflikt auf einer chronologischen Entwicklung, historisch gesehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die IS da haben, die ja in den öffentlichen Medien nach dem Hit and Run-Prinzip plötzlich aufgeplöpft ist, wenn man sich mal so die Entwicklung sieht, was plöppt denn da so ungefähr als nächstes auf? Vorher war es Al-Qaida im öffentlichen Raum, jetzt ist es IS. Ist das jetzt im Prinzip nur, das wird wahrscheinlich keine Eintagesfliege werden, aber wenn wir, sag ich jetzt mal, in 5 bis 10 Jahren nochmal auf die Situation zurückblicken, was könnte sich denn da wieder Neues daraus entwickeln, wenn wir diesem Prinzip folgen? Ich meine, es wird garantiert wieder irgendwas sein, was man auf historisch-chronologische Umstände zurückführen kann. Also, ja, wie gesagt, IS ist entstanden offiziell im Mai 2004, war dann lange nur so ein Papiertiger und ist dann also eigentlich ab Februar dieses Jahres durch die Gebietsgewinne, die sie vor allem in Syrien hatten, immer mehr zu einem wirklich territorialen Faktor geworden. Und sollte IS implodieren, weil ihnen beispielsweise die ausländischen Kämpfer abhanden kommen, das wäre ganz entscheidend, weil vielleicht viele sagen, ups, das tut ja weh und das wollte ich eigentlich nicht und jetzt bin ich traumatisiert, jetzt brauche ich einen Psychologen wieder in meinem Integrationszentrum in Deutschland oder sonst wo, damit ich mich wieder erfange von den Schrecken, dann ist sozusagen, dann würden ihnen die Kämpfer abhanden kommen, zu einem großen Teil. Ja. Gleichzeitig haben wir aber natürlich eine fortschreitende Polarisierung im sunnitisch-schiitischen Verhältnis, die ist im Gange und die fürchte ich wird unter uns bleiben, weil ein wesentlicher Erfolg der IS ist schon auch der oder ruht darauf, dass Teile der sunnitischen Bevölkerung jede Schwächung der Schiiten mittragen. Also als ich vor kurzem in Libanon war, gab es schwere Kämpfe zwischen Hisbollah-Kämpfern der schiitischen Miliz, wo mir heute christliche Libanesen sagen, gut, dass es die Hisbollah gibt, die schützt uns vor den wahnsinnigen Islamisten, ja, die aber auf einer EU-Terrorliste steht, die Situation ist die, also dass wenn es zu diesen Kämpfen kommt, zwölf Hisbollah-Kämpfer sterben, dann sagen weite Teile der sunnitischen Bevölkerung Libanons, hurra, das ist das Drama. Das heißt, es wird innerhalb der Bevölkerungen, wo diese gemischten sunnitisch-schiitischen Verhältnisse sind, und das habe ich vorher auf der einen Karte versucht zu zeigen, das wird voranschreiten. Und ich würde nicht ausschließen, dass das beispielsweise gerade auch im Jemen-Konflikt noch stärker um sich greift. Also wir haben mittlerweile auch schiitisch dominierte Milizen, die in Sanaa jetzt eine Art Technokratenregierung einmal gebildet haben. Ich wünsche ihnen alles Gute, dass sich sozusagen das Land beruhigen kann. Aber zeitgleich haben wir weite Teile der sunnitischen Bevölkerungsmehrheit, die sagen, aber jetzt erst recht gehen wir mit Al-Qaida gegen diese Regierung vor. Ja? Und ich sehe ein Kippen auf der gesamten arabischen Halbinsel schon auch vor dem Hintergrund, wenn einmal das biologische Ablaufdatum von König Abdullah von Saudi-Arabien erreicht ist. Weil ich habe vorhin gesprochen von dem schiitischen Bevölkerungsanteil im Erdölreich im Nordosten. Wir haben im Jemen eine schiitische und wir haben gerade in Saudi-Arabien eine ganz, ganz stark ausgeprägte antischiitische Politik. Und wenn der Iran zum neuen geopolitischen Ordnungshüter der Region aufsteigen sollte, was Kern der US-Iran-Annäherung und Entspannung ist, da geht es nicht so sehr um das Nuklearabkommen, das ist ein Teil davon, sondern es geht vor allem darum, dass man hier eine neue Ordnungsmacht wieder einführt, wenn man sich selbst einfach um das ganze Chaos nicht mehr kümmern will,
Und diese Beziehungen, diese Entspannung Iran, USA, die nahm ihren Anfang lange, aber sehr lange, bevor der Herr Rouhani überhaupt Kandidat war. Und wer Präsident des Irans ist, ist relativ irrelevant. Sondern hier hat sich einfach eine Entspannungspolitik abgezeichnet, in Geheimverhandlungen, die schon vor langem begannen, weil man einfach den Iran wieder aufbauen will. Und das antagonisiert wiederum einige andere. Das heißt, es wäre aber auch verkürzt, das Ganze jetzt auf einen sunnitisch-iranischen Antagonismus herunterzubrechen, ist ein Faktor von vielen. Nur ich glaube, dass wir die nächsten größeren Probleme, die sich erkennbar abzeichnen in Saudi-Arabien und in der Türkei. Das würde bedeuten, die Türkei als ein Ordnungsfaktor, als ein Mittler, als ein Balancefaktor, das wurde ja abgespielt, wurde argumentiert im Kontext der seit 2005 schon anhaltenden, auf der Stelle tretenden Beitrittsverhandlungen EU-Türkei, scheint von ihrer Überlegung mit Blick auf Zukunftsperspektiven eher aus. Die Türkei ist ja NATO-Land, war aber im Georgien-Konflikt eher neutral, kann man sagen, hat vermittelt. Ja, auch mit Blick auf Putin hat der Erdogan eine durchaus konstruktive, wenn ich so sagen, gedeihliche Beziehung aufgebaut. Aber Sie sehen die Türkei eben nicht als diesen Stabilitätsfaktor bedingt durch die inneren Verhältnisse in der Türkei? Erstens das, also für mich gibt es nicht so etwas wie einen gemäßigten Islamismus, sondern entweder man baut sozusagen ein politisches Konzept auf einer Religion auf, womit man dann eigentlich keine Gewaltentrennung mehr im Sinne der rechtsstaatlichen Tradition aller Montesquieu und so weiter hat, sondern das ist dann sozusagen etwas ganz Eigenes, womit ich ein Problem habe, also die EU hat kein Problem damit. Und da sehe ich sozusagen die Türkei auch in ihrer Wirtschaftswundersituation im Moment gefährdet. Ja, weil erstens hat Erdogan stark profitiert von Reformen, die lange vor ihm begannen, also wie auch hier in Deutschland manche profitiert von Reformen, die früher gestartet werden. Und das hat sozusagen läuft aus und es läuft einfach auch, es fallen ihnen Märkte weg, die sie lange kontrollierten. Also es fällt ihnen der syrische Markt weg, es fällt ihnen die Route Richtung Golfstaaten weg, wo sie also mit Konsumgütern stark vertreten sind. Ich habe die Türkei in den letzten Jahren vor allem wahrgenommen als einen sehr umtriebigen, erfolgreichen Geschäftspartner in Zentralasien im Kaukasus, weniger in der arabischen Welt. Also diese Linie der EU, sozusagen die Türkei sei jetzt der ideale, der natürliche Partner für die Vermittlung zum Nahen Osten, ist völliger Unfug, weil es gibt eine tiefe Verachtung seitens der Türkei für die semitischen Araber und diese Verachtung ist umgekehrt genauso vorhanden. Das heißt, abgesehen davon, dass sie 450 Jahre Okkupationsmacht in der Region waren und auch die arabische Kultur und Sprache entsprechend lang genug unterdrückten und der Aufstand der Araber gegen die Osmanen war ja etwas, was sozusagen auch gute Gründe hatte. Ich habe aber hingegen die Türkei, türkische Firmen, türkische Diplomaten äußerst erfolgreich erlebt in Usbekistan, in Kasachstan und vor allem in Usbekistan, wo ich auch mal unterrichtete. Und ich kann mich erinnern, wie mir junge Männer gesagt haben, mein Traum ist Türkisch lernen und in die Türkei auswandern. Ja, also das war so ähnlich, die Türkei ist viel so wie für die Italiener um 1900 L'Amerika war. Ja, also auswandern in das Land, wo Milch und Honig fließen und genau diese Einwanderungsattraktivität für junge Usbeken, Zentralasiaten hat die Türkei. Und sie ist in dieser Region als Geschäftspartner auch gleich sozusagen als wird sie viel, viel mehr gewürdigt als im arabischen Raum. Meine Damen und Herren, Herr Lühr. Eine Frage habe ich noch. Sie sprachen ja, und das ist erschreckend für mich, dass die IS zur Hälfte aus europäischen Glaubensbrüdern besteht. Nicht nur, sind auch Konvertiten sehr viele und auch. Sind das jetzt wahre Glaubensbrüder oder sind das auch teilweise eingeworbene Söldner, die jetzt bezahlt werden? Also, sie kriegen ein Gehalt, ja, wenn sie mal dort sind, egal ob sie jetzt als Kindergärtnerin arbeiten oder als Kämpfer oder also sich Nachschublogistiker, sie bekommen ein Gehalt, ja. Aber angeworben werden sie meiner Beobachtung nach, und ich habe mich damit schon eine ganze Reihe beschäftigt, vor allem aufgrund der Attraktivität dieser Blut- und Bodenideologie, die einfach viele junge Leute fasziniert und die sagen, dort muss ich hin, da muss ich dabei sein.
Weil da gibt es noch was zu machen, da ist Action. Ja? Und ich kann mich an Aussagen erinnern von jungen Muslimen in Österreich, die gesagt haben, Österreich ist so fad, so langweilig, ich will woanders hin. Ja? Ich muss wohin, wo was los ist. Und das ist nicht nur, also ich habe ein Problem, ich habe da erst vor ein paar Wochen eine heftige TV-Debatte gehabt, wo immer das Gegenargument war, das seien die Losers, das seien die Außenseiter und man muss mehr integrieren und besser integrieren. Das sind viele, wenn man sich die Profile genau anschaut, sehr, sehr viele, guter Mittelstand. War immer schon so in der Geschichte. Der Hauptchef für die Kommunikation, und die funktioniert dort wirklich perfekt, was ihre Twitterei und so weiter anbelangt, das ist ein MIT-Absolvent aus Boston. Sein Vater ist ein bekannter Endokrinologe am Boston Globe Hospital. Da kamen sie aber viele solcher Biografien. Ein hoher Prozentsatz der aus Österreich wegziehenden Dschihadisten, 50-60% sind Tschetschenen. Und nicht unbedingt jetzt die traumatisierten Tschetschenen. Also ich habe da erst neulich mit jemandem aus einer Gemeinde gesprochen, wo ich einen Vortrag gehalten habe, da ging es eben auch um diese ganze Integrationsproblematik. Junger Mann, 1920, also der hat den Tschetschenienkrieg nicht miterlebt, da war er schon längst vorbei, war in einer höheren technischen Lernstalt, war perfekt integriert, ja, hatte seine Arbeit und sein Umfeld und die Familie hat ein Zeugnis zur Verfügung gestellt bekommen, etc. etc. Der wurde jetzt im Sommer gefasst, weil er einer der wesentlichen Organisatoren seines Autobusses voll von 15, 20 österreichischen Dschihadisten war. Und sitzt jetzt in U-Haft. Sie haben gesagt, der Weltkrieg ist noch voll im Gange in diesem Raum. Wir hatten ja das gleiche Bild auch, was die Kämpfe und Kriege am sogenannten Balkan anging in den 90er Jahren. Da sagten auch viele Beobachter und Kenner dieser Region, dort werden eigentlich die Konflikte, die es in den 40er Jahren gab, während des Zweiten Weltkriegs wieder neu ausgetragen. Diese Region scheint, ich sage es nicht befriedet, aber beruhigt. Die Amerikaner haben damals bombardiert, das ist keine Frage. Sie haben auch zur Stabilität mit beigetragen. Wir haben dort KFOR, IFOR Einheiten. Das scheint beruhigt. In dieser Region, von der wir heute mit Ihnen sprechen konnten und von der Sie uns berichtet haben, scheint da noch lange keine Beruhigung, geschweige denn Befriedung im Gange. Der Erste Weltkrieg ging dann zu Ende. Wir haben das auch im Vorfeld nochmal besprochen im Rahmen eines Radiointerviews. Ab dem Zeitpunkt, wo Erschöpfung, absolute Erschöpfung eingetreten ist und Kampfesunlust, Desertionen. Die Franzosen haben ja viele Leute in den letzten Kriegsjahren, wegen Desertion hingerichtet. Also die Kampfbereitschaft war irgendwann mal auch erloschen. Und dann gab es auch die Intervention der Amerikaner noch, das ist klar. Es gab dann Friedensschlüsse, die eigentlich Friedensdiktate waren. Ist das Szenario für diesen Raum, wenn der Weltkrieg mal dort irgendwann zu Ende gehen sollte? Lösungen scheint es, Sie haben ja Andeutungen gemacht, Sie haben ja Hinweise gegeben, was nicht stattfindet. Was in Deutschland nicht stattfindet, was in der europäischen Diplomatie nicht stattfindet, das ist eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die auch Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik heißt, nicht stattfindet, die gar nicht existiert. Also Sie haben ja aufgezeigt, die Defizite, aus denen man auch lernen könnte, oder wird auch nicht gelernt, ist es dann der Erschöpfungszustand und irgendwelche Diktatfriedensschlüsse, China, Iran, die zukünftigen sind ja da nicht dort. Ich meine, ich frage mich jetzt mal. Ja, könnte sein. Also, ich fürchte, dass wir noch lange nicht den Höhepunkt dieses Nahostkonflikts, der uns wie gesagt heute auch in Europa um die Ohren fliegen wird, sehen. Es sind ja auch, also bei all den Abscheulichkeiten, die in diesen Kriegssituationen jetzt stattfinden, wenn man es vergleicht mit den schauerhaften Zahlen des Ersten und Zweiten Weltkrieges oder des 30-jährigen Krieges oder der Hussitenkriege oder der Hugenotten, der Bartholomäusnacht in Paris, dann sind ja die Zahlen des Nahen Ostens immer noch mäßig. Und gerade was den Israel-Palästina-Konflikt anbelangt, also die Leute haben damit leben gelernt, weil einfach mehr Verkehrstote, wenn man es jetzt über eine Zeitspanne immer wieder von 10 Jahren betrachtet, als Tote eben durch Terror oder Kriegsgewalt. Und ich fürchte, dass hier einfach ein
eine Erschöpfung noch nicht für die Bevölkerung da und dort, ja, aber für viele der teilhabenden Akteure, und deswegen habe ich auch gesagt Stellvertreterkrieg, ja, es ist kein Bürgerkrieg in Syrien. Wir haben ja einfach sehr, sehr viele Akteure, die mitwirken, die offenbar über genug Nachschub, über genug Geld verfügen, über genug auch ideologische Munition, die sie sozusagen auch in die Schlacht werfen, über diverse TV-Prediger und so weiter. Ich fürchte eher noch, dass wir uns in Europa, und da bin ich sehr zappendust in meiner Wahrnehmung, es kann auch noch zu einem militanten Christentum kommen, das sich reibt an einem militanten Islam. Also ich sehe da Ansätze da und dort bereits in Frankreich, dass man sich sozusagen hier reibt im Namen einer, also jeweiligen, unter Berufung auf die jeweilige religiöse Offenbarung. Und das fürchte ich, wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten. Aber wenn Sie sagen, Signatarmilch, die China und Indien, warum nicht? Ja, könnte ich mir vorstellen. Weil, wie gesagt, es sind eigentlich alle Regierungen dieser Region äußerst fragil. Und da verfügt heute der Iran zweifellos über die stärkste innere Kohäsion als Staat. Ich sage immer, Iran ist ein Staat seit 4500 Jahren und China ist auch ein Staat seit über 5000 Jahren. Das sind die beiden ältesten staatlichen Strukturen. Und beide vollgefüllt mit alten Imperiumsbegriffen, mit alten Reichsideen und auch getragen von der Bevölkerung mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Natürlich haben wir auch in China Problematik einer ausbrechenden Sozialkrise von wegen Verkreisung, bevor die Prosperierung überhaupt noch eintritt. Und wir haben auch ein Problem im Iran, was sozusagen auch die Frage, und wie kommt man jetzt im 21. Jahrhundert an mit der Ideologie, die man gegenwärtig noch hat. Also Probleme interne haben die auch, da ist nicht alles gelöst und die sind sozusagen nicht auf geradem Weg in die Großmachtstellung unterwegs. Aber es dreht sich im Moment heftigst. Und das wird man ablesen können, einfach auch an den Karten, die dann irgendeines Tages vielleicht neu entstehen könnten. Ja, meine Damen und Herren, Europagespräche heute im Nahraum, Nah- und Mittlerer Osten. Wir werden heute in einer Woche wieder hier sein und werden einen Vortrag hören von einer französischen Kollegin, Catherine Aurel von der Universität Paris an, Sorbonne, über ein Thema, von dem auch in Hildesheim kaum die Rede ist, nämlich Miklos Horthy, Horthy Miklos, K&K, Admiral. Wenn man so will, eine österreichisch-ungarische Biografie im Zeitalter Europas der Diktaturen, Reichsverweser Ungarns, Verbündeter Hitlers, später dann im Exil in Portugal. Catherine Aurel wird zu diesem Thema Miklos Horthy sprechen, eine österreichisch-ungarische Biografie in Europa, die Diktaturen, sicher auch mit einem gewissen Aktualitätsbezug, wenn Sie an die Regierung Orban in Ungarn denken, auch an rechtspopulistische Tendenzen dort, an Einschränkung der Pressefreiheit etc. etc. Wir wollen aber keine Moralpolitik und Moralisierungsgeschichtsschreibung betreiben, sondern den historischen Blick für Dinge schärfen, um besser zu analysieren und verstehen zu können. Ich werde diesen Abend, diese Veranstaltung heute nicht schließen, ohne meinen ausdrücklichen Dank auszusprechen. Ihnen gegenüber, Frau Kneißl, herzlichen Dank für einen sehr viele Einblicke vermittelten, auch wenn bedrückend, nahezu ratlos stimmenden Beitrag, Vortrag zu einem Thema, das wir bisher in dieser Form, in dieser Präzision, in diesem Kenntnisreichtum, was die historischen, politischen, konfessionellen, geopolitischen Aspekte angeht, so noch nie in dieser Reihe gehört und die existiert jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag und ganz herzlichen Dank auch für Rede und Antwort im Kontext dieser Diskussion. Vielen herzlichen Dank. Ja. 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 Ja.